Moin Leute, mein Name ist Johnny Arcaster, Lilith, und heute werden wir uns mit dem Strategiespiel Northgard beschäftigen und uns auf die verschiedenen Wege konzentrieren, wie man das Spiel gewinnen kann. Welche Wege es gibt, wie man effizient vorgeht und welcher Clan am besten abschneidet, diese Fragen wollen wir in dem Video erläutern. Jetzt aber eine Frage an dich. Welche Siegbedingungen fällt dir am einfachsten? Schreib es jetzt in die Kommentare. Ich gehe mit euch gleich die vier normalen Siegbedingungen und anschließend Clan- oder Map-spezifische Siegbedingungen durch. Wenn du noch neu im Spiel bist, dann kann ich dir an dieser Stelle meine 7 Anfängertipps ans Herz legen. Ansonsten rede ich pro Kapitel, wie man das Ganze am besten umsetzt, welche Clans dafür am besten geeignet sind und beziehe es noch auf Singleplayer und Multiplayer. Ihr könnt auch die Kapitel auschecken, um direkt zu den bestimmten Siegbedingungen zu springen. Ansonsten fangen wir mit der ersten mal an. Echtzeitstrategie ohne Kämpfe? Nicht möglich. Deswegen gibt es bei Northgard diese Siegbedingungen natürlich auch und sie ist relativ simpel. Zerstöre das Clanhaus deines Kontrahenten. Dabei musst du im Grunde einfach nur alle Einheiten und Verteidigungsgebäude im Gebiet ausschalten und das Gebiet übernehmen. Aber Achtung, du kannst nicht einfach durch die Gebiete vorher drüber, sondern musst auch diese erobern. Gegen die KI ist das ein üblicher und einfacher Weg zu gewinnen, weil die KI in der Regel nicht so aggressiv spielt und auch immer ähnliche Gebäude baut und einen gleichen Spielstil nachgeht. Wenn du einen frühen Militärrush startest und angreifst, bevor die KI Türme baut, ist das ein relativ einfacher Weg zum Sieg. In der Northgard Community ist die Vorherrschaft auch die meistgespielte Siegbedingung im PvP, besonders im Teamplay beim 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Dabei haben die Spieler und vor allem High-Tier-Spieler ein Rush-Build gemeistert, sodass sie eine, naja, schon große Armee in relativ kurzer Zeit aufbauen können und das Spiel in kürzester Zeit beenden. Im Teamplay kommt dabei der Domino-Effekt zu tragen. Das heißt, sobald ein Spieler raus ist und das Team in Unterzahl ist, ist es für das Team auch extrem schwer noch zu gewinnen. Clans, die für diese Siegbedingungen prädestiniert sind, sind an erster Stelle der Wolfsclan natürlich. Der Clan profitiert brutal vom Kämpfen. Von Beginn bekommt er für das Töten von Wölfen und Bären Nahrung. Im späteren Spielverlauf bekommt er für andere Einheiten Kron und kann Gebiete schneller plündern und befreien, woraufhin die Einheiten noch zusätzlich geheilt werden. Mit diesem aggressiven Spielstil auf jeden Fall wieder für gemacht. Der Schlangenclan ist der nächste hier auf der Liste. Du hast von Beginn an Signy, eine starke Kriegerin, welche im Spiel älter wird und neue Fähigkeiten bekommt. Die wahre Stärke liegt aber bei den Skirmishern, die zwar vielleicht nicht so kraftvoll sind, sich aber wundervoll durch die Map schleichen können und den Gegner früh angreifen können, bevor er sich überhaupt richtig aufbaut. Abschließend muss man hier auch noch den Drachenclan erwähnen. Mit ihrer starken Unit und dem ersten Wissenschaftszweig Draconic Frenzy werden die sowieso schon stärkeren Units zu Schlechtern. Da die Einheiten davon profitieren, alleine zu sein, macht es auch Sinn, den Gegner mit einem Zankangriff zu überraschen und zwei Gebiete gleichzeitig zu stürmen. Damit sicherst du dir garantiert das erste Gebiet und schwächst deinen Gegner brutal. Im späteren Spielverlauf, ab 500 Ruhm, kommt deine Einheit auch noch 10% mehr Schaden gegen Gegner, die in anderen Siegbedingungen vor dir liegen, sei es Ruhm, Handel oder Wissen. Wenn dein Gegner vor dir liegt, musst du angreifen. Apropos Ruhm. Diese Siegbedingung verlangt von dir, 1200 Ruhm zu bekommen, den Altar der Könige gebaut zu haben und je nach Map 12 bis 14 Gebiete zu kontrollieren. Da das Einnehmen von Gebieten im Normalfall Nahrung kostet, ist ein Clan mit guter Eco in dieser Kategorie sehr gut und der Wissenschaftszweig Colonization ist nicht zu unterschätzen. Damit nehmen die Kosten zum Einnehmen nämlich drastisch ab, was du natürlich brauchst. Darüber hinaus musst du auch noch militärisch so aufgestellt sein, dass du neutrale Camps beseitigen kannst und deine Gebiete verteidigen. Um Ruhm zu generieren, gibt es verschiedene Wege. Manche Gebiete geben dir Ruhm, wenn du sie als erstes erkundest. Außerdem kannst du neutrale Camps einnehmen. Manche Gebiete haben auch Events, die dir nochmal zusätzlich Ruhm geben. Festmale veranstalten, Wissen erwerben und Gebäude upgraden. Darüber hinaus kannst du deine Seefahrer, die dir normalerweise Wissen generieren, auf Ruhm umswitchen. Im Hirschclan geben dir Skalden sowie andere Events von dem Clan Ruhm, Mahlzeiten kochen beim Eichhörnchen-Clan, Einheiten töten, wenn die Schildmaid dabei ist beim Bärenclan und mit den Nornen vom Krakenclan. Gegenüber der KI ist es auch ein einfacher Weg zum Sieg, weil Spiele länger dauern und langsamer sind, sodass du dir eine gute Echo aufbauen kannst und dich auf neutrale Camps konzentrieren kannst, was dir natürlich Ruhm gibt. Im PvP ist dieser Sieg aber eher unüblich und schwerer zu erzielen, weil die Games schneller sind und du auch früh und generell Druck bekommst. Trotzdem ist der Sieg vor allem auf großen Karten mit vielen Spielern, so wie zum Beispiel ein 2 gegen 2 oder ein 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2, also viermal, durchaus machbar,
weil solche Games länger gehen und du ja auch die Zeit brauchst, um Ruhm aufzubauen. Dabei haben manche Clans es einfacher, Ruhm aufzubauen, und der Schlangenclan kann gar keinen Ruhm generieren und damit auch nicht gewinnen. Einer der besten Clans für den Sieg ist aber der Hirschclan. In deren Wissensbaum haben wir viele Punkte, die deinen Ruhm boosten können, und wir haben die Skalden, welche dir passiv Ruhm generieren. Außerdem skaliert der Clan extrem gut mit Ruhm durch seine Ruhmboni. Der nächste Clan ist der Bärenclan, da dieser sich eine gute Echo aufbauen kann, weil er im Winter nicht so viel verbraucht wie andere Clans und im Late Game durch das Töten von Einheiten Ruhm bekommt. Abschließend muss ich noch den Ziegen- und den Eichhörnchen-Clan erwähnen. Beide Clans können eine extremst gute Echo aufbauen, die du zum Ausbreiten brauchst, und zusammen mit der hohen Bevölkerung können sie auch ihre Gebiete gut verteidigen. Der Eichhörnchen-Clan bekommt zudem noch 5 Ruhm für jede Mahlzeit, die er kocht. Um einen Wissenssieg zu erringen, musst du insgesamt 15 Wissenschaften, ich nenne sie mal so, entdecken und abschließend Central Knowledge auswählen. Dafür brauchst du insgesamt 8110 Wissen, Weisheit, Geschichte, Lore im Englischen. Wissen generiert sich von selbst, unter Berücksichtigung der Bevölkerung und deiner Gebiete. Natürlich kannst du es aber auch beschleunigen, indem du aktiv nachhilfst. Du kannst Meister Lehren losschicken oder deine Langschiff-Docs beauftragen, noch mehr Wissen zu generieren. Außerdem haben manche Clans auch bestimmte Fähigkeiten, die dir aushelfen. Gegen die KI ist auch dieser Weg einfach. Die KI spielt typischerweise nicht aggressiv, wodurch man sich auf Gebiete konzentrieren kann, die Wissen generieren und diese maximieren. Nichtsdestotrotz ist das in der Regel auch der langsamste Weg zu gewinnen. Im PvP ist diese Siegbedingung extrem selten. Wer schon einmal online gespielt hat, weiß, wie schnell die Runden gehen. Außerdem braucht man, um Wissen zu rushen, sehr viel Stein, was man in der Regel auch nicht hat. Deshalb ist Wissen eher eine passive Siegbedingung, die nebenher läuft und, wenn sich das Spiel herauszögert, doch noch zum Sieg führen kann. Einige Clans sind aber auch besonders gut darin, Wissen zu generieren. Einmal der Eber-Clan, weil hier die Heiler durch Mender ersetzt werden, welche Wissen statt Nahrung generieren, wenn sie nicht am Heilen sind. Außerdem erhöht der Clan die Wissensgeneration im späteren Spielverlauf. Danach muss man noch den Pferdeclan erwähnen. Der Clan produziert am meisten Wissen durch Aitra und Brock und Excavation. Dabei produzieren unsere Helden beim Ressourcenabbauen, was der Clan am besten kann, Wissen. Das Königreich des Löwens produziert zwar Glauben, ist aber auch sehr, sehr gut darin. Diese verrückten Glaubensbuilds wurden zwar genervt, aber wenn man sich ausschließlich auf Wissen konzentriert, kann man das immer noch machen. Es ist aber um einiges schwerer geworden. Abschließend reden wir noch über den Krakenclan. Mit dem Wissenschaftszweig Knowledge from Beyond kann der Clan durch Handelsrouten passiv Wissen generieren. Und durch die hohe Nahrungsproduktion kann man sehr leicht Nahrung verkaufen, um besser Kronen und Wissen zu generieren. Die nächste Siegbedingung ist Handel. Und dafür müsst ihr ein Langschiff-Dock bauen, im Wissenschaftsbaum Shipbuilding freischalten und einen Leuchtturm bauen. Leuchttürme könnt ihr am Langschiff-Dock anbringen und ihr könnt auch nur einen Leuchtturm bauen. Anschließend könnt ihr große Handelsrouten öffnen, die euch gegen Kronen Einfluss bringen. Und sobald ihr 2000 Einfluss erreicht habt, habt ihr gewonnen. So einfach klingt's. Dabei könnt ihr eine von 3 verschiedenen Handelsrouten eröffnen und mit dem Relikt von Pragerfuhl noch eine 4. Man muss auch noch sagen, dass man mit den Punkten 500, 1000 und 1500 Einfluss jeweils Belohnungen bekommt. Gegen die KI ist das einer der schnellsten Wege zu gewinnen. Eigentlich aus denselben Gründen wie davor. Du kriegst keine Aggro und kannst dir deine Echo aufbauen und auf Gold maximieren, weil du verdammt viel Gold brauchst. Gegen andere Spieler ist diese Siegbedingung immer von der Karte und von deinem Matchup abhängig. Da du auf Echo gehen willst, kann dich hier zum Beispiel ein aggressiver Clan relativ gut bedrohen und dir und deine Echo schaden. Hierbei kann man Glück im Free-for-All haben, da man nicht stark gefokust wird und Gold dann für die Echo ausgeben kann und nicht für die Armee. Der Krakenclan ist bei dieser Bedingung raus, kann sie nicht erfüllen und deshalb so auch nicht gewinnen. Ich muss aber den Rabenclan erwähnen. Der Clan kann perfekt eine gute Kronen-Echo aufbauen und glaub mir, das brauchst du hier. Außerdem kann er mit dem Wissenschaftszweig Negotiators nicht nur die Kronenproduktion boosten, sondern auch die Einflussproduktion. Der Drachenclan kann mit seinen Sklaven die Kronenproduktion extrem erhöhen, wodurch auch er gut den Handelssieg erringen kann. Mit 5 Arbeitern in einem Gebäude geht die Produktion durch die Decke und dabei ist das Gebäude nicht mal geupgradet. Zum Schluss kann man auch noch den Pferdeclan erwähnen. Der Clan kann sich eine gute Echo aufbauen und dadurch, dass du pro Gebiet 2 Stein- oder Eisenvorkommen finden kannst, kannst du auch das gut verkaufen, um Gold zu produzieren. Außerdem kann der Clan 2 Relikte bauen, wodurch du das Relikt von Pragerfuhl bauen kannst, ohne Verluste einzugehen.
Das waren die drei normalen Siegbedingungen, die ihr, je nach Clan natürlich, auf jeder Map erringen könnt. Kommen wir nun zu den spezialen Siegbedingungen. Da haben wir einmal beim Eichhörnchen-Clan die Siegbedingung Ratatoskers Ruhm. Dafür müsst ihr drei Bedingungen erfüllen. Einmal 1500 Ruhm erringen, 1000 Zutaten produzieren und dann noch das Mahl Bankett auf Valhöll zubereiten. Die nächste Siegbedingung ist Odins Schwert schmieden. Dann haben wir noch den Yggdrasil besiedeln und halten oder die Pforte nach Helheim schließen. Gegen die KI sind es auch wieder einfache Wege zu gewinnen, da ihr eure Gebiete leicht halten könnt und auch euch einfach gut aufbauen könnt. Gegen echte Gegner sind diese map-spezifischen Siegbedingungen aber fast unmöglich, weil du die Gebiete so lange halten musst und das schaffst du im Regelfall nicht, weil dein Gegner natürlich weiß, okay, nächste Runde hat er das lang genug gehalten, ich greife jetzt voll Karacho an. Das waren sie also, die Siegbedingungen im Detail. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie man die einzelnen Clans spielt, um dir den Sieg zu sichern, klicke hier rechts auf die Playlist. Zum Abschluss bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.